So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ich habe ja beim letzten Mal Kaltheim Set Booster Deutsch aufgemacht und deshalb machen wir jetzt Kaltheim Draft Booster in Englisch auf. Ich mag Kaltheim. Ich mag Draft Booster nicht. Demonic Gifts, 2 Mana und eine Kreatur kriegt plus 2 plus 0 und wenn sie zerstört wird, also vom Feld geht, kommt sie wieder ins Spiel. Ich mag Kaltheim. Ich mag aber keine Draft Booster. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch rumfliegen hatte. Starnheim Corsa, 3 Mana 2-2 fliegend, Artefakte und Verzauberung kosten 1 Mana weniger zum Spielen. Carfeld Harbringer, 2 Mana 1-3, tappen für ein blaues und man kann dieses Mana nur für Fortell, Instant oder Sorcery spielen. Run Amok, 2 Mana, die angreifende Kreatur kriegt plus 3 bis 3 und Trampel. Okay. Icehide Troll, 3 Mana 2-3. Für 2 Snow Mana kriegt er plus 2 plus 0 und Zerstörbarkeiten wird getappt. Das haben die ganz oft. Wait Down, die hätte ich gerne in Foil. Ich glaube, die ist richtig geil in Foil. Ein schwarzes Mana Sorcery, wir opfern, wir exilen eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof und eine Kreatur kriegt minus 3 minus 3. Gold Vein Pick. Okay, 2 Mana ausrüsten für 1. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 1. Und immer wenn sie im Spieler Kampfschaden zufügt, kriegen wir einen Treasure Token. Aber wir hinten, ja. Vault Robber, 2 Mana 1-3 Dwarf. Und für 1 Mana tappen exilen wir eine Kreatur aus unserem Friedhof und kriegen einen Treasure. Komas Faithful, 3 Mana 3-1 Lifelink. Und wenn er stirbt, muss jeder Spieler 3 Karten melden. Und nicht so geil. Breta Guard Stronghold Länder. Kommt getappt ins Spiel für ein grünes. Ein grünes, zwei. Bloße wollte ich schon sagen. Zwei weiße. Opfern wir das Ding und legen eine plus 1 plus 1 Marke auf jede Kreatur, bis zu 2 Kreaturen. Und sie kriegen Wachsamkeit und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Können wir nur wieder Sorcery aktivieren. Das ist mit der Sorcery so bad. Divining Gambit. Die Karte, die mich immer noch wundert, dass sie in Deutsch göttliches Gambit heißt. Zwei weiße Mana Sorcery. Wir exilieren ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung, die ein Gegner kontrolliert. Und dieser Spieler darf eine Kreatur aus seiner Hand ins Spiel bringen. Firja Judge of Valor. 5 Mana 2-4 fliegend Lifelink. Und wenn man den zweiten Zauber jede Runde castet, gucken wir uns die obersten 4 Karten unseres Decks an. 3 Karten, Entschuldigung. Nehmen eine auf die Hand und den Rest unter das Deck. Unsere Rare ist Rally the Ranks. 2 Mana Enchantment. Und wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns Kreaturentyp raus. Kreaturen mit dem Kreaturentyp kriegen plus 1 plus 1. Nicht bad. Arctic Treeline kommt getappt ins Spiel, ist ein Forest on Plains Snowland. Und wir haben eine Rare und eine Foil. Okay. Tuscaria Firewalker. 3 Mana 3-2 mit Boast. Wenn die Kreatur angreift, können wir für einmal die oberste Karte unseres Decks exilen und die diese Runde spielen. Okay, das ist nicht schlecht. Yes! Wusstet ihr eigentlich, dass das ein Panorama gibt? Ich glaube, ich habe es ein paar Mal erwähnt. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, Black Said. Ciao, ciao.